Gut, die nächste Frage behandelt Stürze. Wir haben jetzt hier die Situation, in dem Bereich des Fensters haben wir jetzt bei der Modellierung kein Linienlager erzeugt, weil wir unterstellen, hier ist die Platte nicht gelagert. Kennen wir ja häufig, das Fenster bringt den Rollladenkasten mit und wir sehen im Rohbau die Decke. Aber manchmal braucht man hier natürlich auch einen kleinen Sturz, der die Lasten dann entsprechend überträgt. Wenn wir einen Sturz berücksichtigen wollen, also Sturz verstehen wir hier auch wirklich ein kurzes Bauteil, also keinen Unterzug, der 5, 6, 7 Meter gespannt ist, sondern wir haben hier ein kleines Bauteil, was hier in dem Falle vielleicht mal 1,50 Meter gespannt ist. Und dann gehen wir folgenden Weg. Wir gehen ins Mauerwerkslager, erzeugen hier eine Lagerung, das wäre hier 17,5. Und wir sehen hier weiter in den Eigenschaften gibt es das Register Übergabe. Und hier können wir die Option Sturz auswählen. Und dann gibt es noch die Frage nach der Wandhöhe und überm Sturz und die Brüstungshöhe, die wir hier eintragen können. Ich habe hier eine Fenstertür, deswegen trage ich die Brüstung zu 0 ein. Und wie viel Wand ist noch überhalb vom Sturz? Da sind vielleicht noch 20 Zentimeter. Und jetzt modellieren wir über diese Strecke mit zwei Klicks entsprechend ein Linienlager. Und dieses Linienlager ist jetzt blass gezeichnet. Und Folgendes müssen wir beachten. Deswegen auch der Hinweis, dass wir hier nur von kurzen Bauteilen ausgehen. Mechanisch für das FE-Modell ist die Platte über diese Strecke kontinuierlich linienförmig gelagert. Also das mechanische Modell merkt jetzt hier keinen Unterschied. Aber Mikrofee bereitet Belastungen vor, um diesen Sturz in der Baustatik zu bemessen. Das funktioniert dann folgendermaßen. Ich schließe jetzt das Mikrofee-Modell, denn Folgendes ist als Vorarbeit erforderlich. Die Baustatik haben wir ja hier bereits offen. Also legen wir eine neue Position in der Baustatik an. Und als Vorbereitung müssen wir erstmal das Mikrofee-Modell in die Baustatik holen. Das wird dann D06 in meinem Beispiel hier, Decke EG. Und das Modul, was wir hier nutzen, S019, wir greifen auf das Mikrofee-Modell Beispiel 5 zurück. Jetzt wird das komplette FE-Modell in der Baustatik ausgegeben. Und wenn wir das Bauteil jetzt markieren, das Bauteil Decke, dann entsteht hier oben das Kontextregister-Detailnachweis. Und ich kann auf meinen Fenstersturz W1 zugreifen. Wahlweise mit dem Baustatikmodul 310, das ist das Sturzmodul 340 oder auch 580, das ist die Bemessungstabelle, wenn ich also nur einen Querschnittsnachweis führen will für den Fenstersturz. Ich klicke jetzt mal die beiden vielleicht an. Bitte beachten, damit bemesse ich das Bauteil zweimal. In der Praxis würde ich das natürlich nicht machen, nur um Ihnen mal diese beiden Wege zu zeigen. Denn 340 ist im Prinzip vergleichbar zu dem 301. Und dann vergeben wir hier eine Bezeichnung. Und jetzt sehen wir, die Position 310 haben wir hier erzeugt bekommen. Die Länge 1,70 Meter wurde jetzt in Mikrofee ermittelt. Genauso diese Belastungssituation, diese Designlasten, die wir hier sehen, und kriegen damit jetzt eine Bewährungswahl für diesen Fenstersturz.